Schön, dass ihr für dieses Video eingeschaltet habt. Heute geht es darum, wie wir den Menschen in Russland und der Ukraine helfen können. Und wir helfen denen so, dass wir nicht Partei ergreifen müssen oder irgendwie kriegerisch in diesen Konflikt eingreifen. Jeder, der einen PC zu Hause hat, der kann helfen. Nach dem Intro zeige ich euch, wie es geht. Seit Dezember 2021 wird in Russland aggressiv das Tor-Netzwerk blockiert. Das Tor-Netzwerk ist für viele Menschen eine Möglichkeit, auf das freie Internet zuzugreifen. In Staaten, wo das Internet eben zensiert wird, habe ich damit ähnlich wie mit einem VPN die Möglichkeit, auf ein unzensiertes Internet zuzugreifen. Das ist natürlich vielen Staaten ein Dorn im Auge und dementsprechend wird es immer wieder angegriffen und mit Zensur belegt, das Tor-Netzwerk. Das Tor-Netzwerk selbst kann man nicht mit Zensur belegen, man kann aber den Zugang zum Tor-Netzwerk deutlich erschweren. Und genau das ist in Russland passiert. Und für uns in Europa, in dem wir ja ein relativ freies Internet noch haben, können wir halt den Menschen in der Ukraine und Russland ein freies Internet zur Verfügung stellen, indem wir eben den Zugriff auf das Tor-Netzwerk erleichtern. Und das können wir von unserem Heimanschluss aus tun. Das Tor-Netzwerk macht zwei Dinge. Es umgeht zum einen eine Zensur, und es anonymisiert den Benutzer im Internet. Ich male jetzt mal ein bisschen, denn ich muss hier ein bisschen was erklären und euch auch ein paar Ängste nehmen vielleicht. Denn die Sache ist die, das Tor-Netzwerk ist ja das berühmte Darknet oder das ja dominierende Darknet. Es gibt ja mehrere Darknets, wenn man so will. Und es hat eine bestimmte Funktionsweise, was es eben besonders interessant macht. Also, sagen wir mal, hier ist der Benutzer mit seinem PC. Ich kann ganz toll zeichnen, also lasst euch da bitte nicht abschrecken. So, und der will jetzt ins Internet gehen. Der hat einen Router, wie wir den alle haben, und da hinten dran hängt dann sein Telekommunikationsanbieter. Also sein Kabel geht irgendwo zu einem Kasten von seinem Telekommunikationsanbieter. Ich schreibe da mal Telco drauf und dann geht es eben Richtung Internet. Jetzt ist es aber so, dass diese Zensur oft schon hier bei diesem Telekommunikationsanbieter stattfindet. Wenn ich jetzt also ins freie Internet will, ich mache jetzt einfach mal eine Wolke im Internet, wird erstmal hier Zensur draufgelegt auf diese Leitung. Und ja, ich komme halt nur mit so einer blöden, zensierten Leitung ins Internet und habe da nicht wirklich den freien Zugriff auf das Internet. Jetzt gibt es aber eine Alternative, nämlich das Tor-Netzwerk. Da betreibt jemand in einem anderen Land, zum Beispiel Deutschland, einen Tor-Server. Ich versuche jetzt mal keine Zwiebel zu malen. Ich male jetzt einfach mal auch wieder einen Kasten und schreibe Tor drauf. Und hier ist Beispiel die Landesgrenze und ich verbinde mich jetzt dahin. Also nicht wirklich zum Internet, in dem ich surfen möchte oder nicht zu einer Internetseite, sondern erstmal zum Tor-Netzwerk. Und erst dieses Tor-Netzwerk lässt mich dann wieder ins Internet. Also das ist jetzt eine vereinfachte Darstellung und hinkt ein bisschen. Aber die Sache ist die, ich umgehe hier am Ende diese zensierte Leitung meines Telcos oder meines Landes eben. Jetzt kann es natürlich passieren, dass dieser Tor-Server, der hat natürlich auch irgendeine IP, ne, im Internet. Und wenn diese IP bekannt ist, dann kann der Zensor auch wieder hergehen und sagen, naja, dann kann ich die doch auch ganz einfach zensieren. Und ja, der Zugriff aufs Tor-Netzwerk wird geblockt. Und am Ende bleibt nur noch dieser zensierte Weg ins Internet. Das ist genau das, was Russland jetzt gemacht hat. Der Zugriff aufs Tor-Netzwerk ist blockiert. Allerdings kann man jetzt hergehen. Ich kann jetzt meinen Heimanschluss zur Verfügung stellen, den Menschen, die ins Tor-Netzwerk rein möchten, und kann denen wieder den Zugang zum Tor-Netzwerk erlauben. Und zwar ist das jetzt mal hier mein Computer zum Beispiel. Auch ich habe ja irgendein Telco zwischen reingeschaltet, ne? Also ich verbinde mich ja auch hier mit irgendeiner Telco-Buchse, bei mir ist das Vodafone. Und jetzt habe ich hier eben die Möglichkeit zu sagen, naja, dann benutzt doch einfach meinen Internetanschluss mit. So, und jetzt, also es ist stark vereinfacht, ne? Also wie die Kabel, die laufen nicht wirklich so. Jetzt habe ich hier eine weitere Verbindung aufgemacht und mein Computer sagt dann, naja, okay, dann mache ich jetzt halt die Verbindung zum Tor-Netzwerk. Und so kommt dann der Nutzer aus Russland zum Beispiel oder aus der Ukraine, kommt dann hier rein. Also wer sich jetzt wundert, ja, in der Ukraine ist das Internet aktuell noch nicht zensiert, aber wenn Russland dort einmarschiert, werden die wahrscheinlich auch mit der russischen Zensur beglückt werden. Deshalb ja, denke ich mal, dass das auch gerade für Menschen in der Ukraine wichtig ist und für Menschen in Russland, die sich über die aktuelle Situation informieren möchten, ja sowieso. So, jetzt ist halt die Frage, naja, könnte jetzt nicht hier
der Telco auch hergehen oder die russische Regierung hergehen und auch diese Leitung zensieren? Naja, das ist gar nicht so einfach, nämlich aus mehreren Gründen. Zum einen wird dieser Traffic hier über HTTPS geleitet, also über ein sehr, sehr, sehr gängiges Protokoll im Internet. Wenn man das generell zensieren würde, hätte man da ein Problem, da man da sehr hohe Kollateralschäden mit in Kauf nimmt. Gut, auf der anderen Seite sind die Kollateralschäden für die russische Wirtschaft gerade immens, also das ist jetzt auch nicht ganz auszuschließen, dass das vielleicht noch passiert. Das Wichtige ist aber, hier ist dann eure IP-Adresse im Spiel von eurem Internetanschluss. Und das ist eine private IP und kein Server und wird erstmal nicht so ohne weiteres erkannt, dass es sich hier um eine Tor-Verbindung handelt. Und zum anderen ist es ja auch so, dass ich eure IP-Adresse mit einem Router-Neustart wieder verändern kann. Und wenn das halt ganz viele Anschlüsse machen, kommen da die Zensoren einfach nicht hinterher. Deshalb ist es so wichtig, dieses System voranzutreiben und den Menschen in Ländern wie Russland eben einen freien Zugang zum Internet zu erlauben. Dieses Modell heißt halt Tor Bridge. Man kann erkennen, warum. Man bridget quasi mit seinem privaten Computer hier. Ich ringel den mal ein, beziehungsweise war schön, wenn man eine Lehrerin hat, die neben einem sitzt. Da hat man auch dann entsprechend Stifte. Ja, hier ist unser Internetanschluss und der ist eine Bridge zwischen dem Nutzer aus Russland und dem Tor-Netzwerk und ab hier geht es dann wieder ganz normal ins Internet. Hier ist jetzt aber auch schon eine wichtige Sache zu sehen. Eure IP-Adresse ist nur der Eingangspunkt fürs Tor-Netzwerk und nicht der Ausgangspunkt. Das heißt, sollte jetzt jemand was Böses im Internet machen mit dem Tor-Netzwerk, mit dem ihr nicht einverstanden seid, dann ist eure IP-Adresse dort nicht zu sehen. Deshalb habe ich hier den Tor-Server aufgemalt. Es ist immer die Exit-Node zu sehen im Internet, also die IP-Adresse der Exit-Node und niemals euer Computer oder eure Bridge, wenn ihr es ganz normal konfiguriert habt. Eine Tor-Exit-Node sollte man nur betreiben, wenn man genau weiß, was man tut und am besten Rechtsbeistand hat. Zum Beispiel gibt es da die Zwiebelfreunde, das ist ein Verein, der einen Tor-Knoten betreibt. Den kann man auch übrigens spenden, also falls da Interesse besteht, nicht selbst zu machen, sondern einfach an so einen Verein zu spenden, das geht natürlich auch. Das war jetzt die Theorie. Ich will nur sagen, man geht damit selbst kein Risiko ein. Man stellt halt diesen Eingangspunkt fürs Tor-Netzwerk zur Verfügung. Der Traffic geht über HTTPS. Da ist also nichts Verdächtiges dran, da ist nichts illegal dran. Ich denke mal, das kann man relativ gefahrlos machen. Die Praxis sieht jetzt so aus, dass man entweder das Snowflake-Add-on im Browser installieren kann. Das sieht man dann auch schön übersichtlich. Wie vielen Nutzern man heute schon geholfen hat. Und eine Alternative ist es aber, hier diesen Raspberry Pi zu nehmen und den als Dauerserver und als Bridge halt zu betreiben. Dazu gibt es auf Medium einen schönen Artikel und den würde ich mit euch einmal durchgehen. Der Vorteil von so einem Raspberry Pi ist halt, der kann einfach hier angeschlossen werden und läuft dann halt durchgängig an meinem Internetanschluss und ist 24 Stunden und 7 Tage die Woche verfügbar für Nutzer, die eben zensurfrei surfen möchten. Was muss ich jetzt hier also als erstes machen? Erstmal brauche ich eine MicroSD und da kommt Raspbian drauf und ich brauche natürlich hier den Raspberry, da unten ist der MicroSD-Kartenslot und ich habe natürlich eine Stromversorgung. Und am besten schließe ich das Ganze noch mit Ethernet an. Das machen wir dann gleich, aber als erstes würde ich mal sagen, bereiten wir mal die SD-Karte vor. Wir sehen uns jetzt gleich am PC wieder. So, jetzt sind wir am PC und natürlich sehen wir hier schon auf der Startseite die Überschriften, was gerade in der Ukraine vor sich geht. Und genau darum geht es ja. Wir möchten eine Tor-Bridge für Nutzer aus Russland oder der Ukraine bereitstellen. Wir fangen mal mit der einfachen Variante an und gehen dann zur Geschichte mit dem Raspberry Pi über. Wer einfach nur in seinem Browser das Ganze unterstützen will, der sucht einfach mal nach Tor und Snowflake. Und dort findet man dann eben ein Browser-Add-on. Hier oben die Werbung natürlich nicht nutzen, sondern hier neben den Werbeanzeigen mal klicken. Hier finde ich dann nochmal die Beschreibung, im Prinzip das, was ich euch erzählt hatte. Und hier steht auch nochmal dieser wichtige Hinweis.
Deren sichtbare IP-Adresse entspricht der des Tor-Ausgangsknotenpunktes und nicht ihrer. Also mal ist er relativ risikolos unterwegs. Ich habe jetzt hier den Edge-Browser und das ist ein Chromium-Browser. Deshalb klicke ich mal hier auf Chrome installieren und sage hier oben auch, dass ich diese Erweiterung entsprechend zulasse. Dann komme ich auf dieses Snowflake-Add-on und das kann ich jetzt hinzufügen. Hier oben sehe ich dann eben diese kleine Schneeflocke, kann das auf aktiv schalten und wenn sich dann Nutzer über meinen Anschluss verbinden, dann kann ich hier auch sehen, wie viele das waren und kriege auch sogar eine Statistik, wie vielen ich insgesamt schon geholfen habe. Da das ja immer nur läuft, wenn auch mein Browser läuft, gibt es gute Gründe, warum man das 24/7 zum Beispiel auf einem Raspberry Pi laufen lassen kann. Gerade dann, wenn man ohnehin vielleicht eine starke Internetverbindung hat und die eh nicht braucht oder zumindest nicht 100% auslasten kann. So, und deshalb bin ich hier mal auf der Webseite raspberrypi.com Software und das Teil heißt jetzt nicht mehr Raspbian, sondern Raspberry Pi OS und hier gibt es auch einen eigenen Imager und ich klicke hier einfach mal auf Download for Windows. Hier kann ich jetzt erstmal den Imager installieren. Habe ich den jetzt zweimal gestartet? Nee, nur einmal. Nee, doch, zweimal. So, einmal abbrechen. Und ich kann den Raspberry Pi Imager jetzt starten. Alles, was ich jetzt noch brauche, ist eine SD-Karte. Die habe ich schon eingelegt, ist bei mir auf Laufwerk F. Da war vermutlich auch mal was für den Pi drauf. Und ich wähle hier das Betriebssystem und wähle hier wenig überraschend das Raspberry Pi OS aus. Wähle jetzt meine SD-Karte. Habe jetzt aktuell nur eine drin, das würde ich auch immer empfehlen. Und die ist natürlich gelöscht nach der ganzen Aktion. Jetzt klicke ich einmal auf Schreiben, bestätige das mit Ja. Und jetzt wird die SD-Karte gelöscht und ja, die Inhalte hat man entweder gesichert oder sie waren halt nicht so wichtig. Nachdem das Ganze geschrieben ist, finde ich meine SD-Karte wieder mit dem gleichen Buchstaben in meinem Fall, also auch F, und dem Bootlaufwerk. Hierauf muss ich jetzt eine SSH-Datei anlegen. Die muss keinen Inhalt haben und die darf auch keine Dateiendung haben. Wenn ich diese angelegt habe, habe ich nachher die Möglichkeit, mich per SSH auf den Raspberry Pi einzuloggen. Also einfach eine leere Datei anlegen, die den Namen SSH ohne Dateiendung hat. Um zu sehen, welche IP-Adresse der bekommen hat, gehe ich in der Regel auf meinen Router und hier finde ich zwei Geräte, die sich Raspberry Pi schimpfen. Der eine hier ist mein Pi-Hole, den kenne ich schon, den kann ich hier auch anklicken und sehe hier, dass hier sich Pi-Hole öffnet. Das andere ist dieser hier und das könnte jetzt genau unserer sein. Probieren wir gerade mal aus, das ist die IP-Adresse. Ich mache mal hier ein Terminal auf oder eine Eingabeaufforderung und gebe mal ein SSH Pi @ und das gefolgt von der IP-Adresse 112.168.0.104 war es, richtig? 104. Hier bestätige ich einmal mit Yes, das bei der ersten Verbindung immer. Und jetzt kommt eben das festgelegte Passwort, beziehungsweise wir haben ja gar keins festgelegt. Das Standardpasswort an dieser Stelle ist Raspberry. Das gebe ich einmal ein und wichtig an der Stelle ist, dass man das Standardpasswort ändert und noch besser ist es natürlich ein Zertifikat-Login zu verwenden. Das würde jetzt aber den Inhalt dieses Videos einfach sprengen. Wir wollen ja eigentlich jetzt erstmal nur eine Tor-Bridge installieren und konzentrieren uns darauf. Trotzdem ist die Sicherheit des Gerätes nicht zu vernachlässigen. Man muss jetzt hier noch beachten, dass der Zugriff aus dem Heimnetz erfolgt, also ein SSH-Zugriff von außen sollte nicht freigeschaltet werden. Wir schalten nur die Ports der Tor-Bridge frei. So, ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen größer gemacht und leserlicher für die Bildschirmaufnahme. Und eine Sache würde ich vorab noch machen, bevor wir damit anfangen, die Tor-Bridge aufzubauen, würde ich mal dafür Sorge tragen, dass der Server oder der Raspberry im Netzwerk einen vernünftigen Namen bekommt. Das kann ich tun, indem ich hier raspi-config eingebe, also raspi-config, das mit Enter bestätige und hier gibt es System Options, die wähle ich einmal aus und hier gibt es den Punkt Hostname. Ich habe den jetzt schon Torbridge genannt offensichtlich, aber dann ist der eben nicht mehr als Raspberry irgendwie im Heimnetz unterwegs, sondern wirklich als Torbridge. Das kann man dann hier bestätigen, nochmal mit Finish. Da kann man jetzt rebooten, muss man aber nicht zwangsweise. Da ich es ja schon umbenannt habe, reboot ich mal nicht. Man sieht ja hier auch den Namen jetzt schon eingeblendet und wir können jetzt im Prinzip anfangen, diese Tor-Bridge aufzubauen.
Nachdem wir jetzt das Ganze konfiguriert haben, bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als einmal die Paketquellen hier zu aktualisieren. Dazu kopiere ich jetzt den apt-update und apt-upgrade-Befehl und füge den hier mit einem Rechtsklick ein. So, jetzt wird das Ganze einmal durchgeführt. Während das läuft, stelle ich mal die Fenster ein bisschen nebeneinander. Und hier oben hatte ich doch gerade noch die Snowflake gesehen. Vielleicht können wir hier mal was sehen. Also hier sieht man jetzt gerade die Statistik und man sieht tatsächlich, dass hier zum Beispiel auch ein Nutzer schon verbunden ist. Und ja, in den letzten 24 Stunden eben insgesamt 3. Wenn dieses Upgrade durch ist, müssen wir 3 Pakete installieren, nämlich das Obfuscation Proxy, Nux und Tor selbst. Das Update kann man sich jetzt, glaube ich, sparen, denn das haben wir gerade schon durchgeführt. Ich belasse es mal bei der Installation. So, ich würde jetzt mal ins etc-tor-Verzeichnis gehen. Und hier gibt es jetzt eine tor-rc und die ist jetzt als nächstes interessant. Als erstes erstelle ich davon mal eine Kopie, weil wir werden jetzt an der Konfiguration ein bisschen rumfummeln. Und immer wenn man an Konfigurationen rumfummelt, dann hat man am besten eine Kopie davon, damit man dann schnellstmöglich wieder zurück kann aufs Original. In dieser Anleitung wird Nano als Texteditor benutzt. Ich benutze Vim Tiny, aber ihr könnt natürlich auch alles andere benutzen. Grafische gehen natürlich auch. Man kann ja hier auch eine VNC-Session zum Beispiel eröffnen. So, was interessiert uns jetzt? Genau diese Zeilen, die hier stehen. Zum Beispiel Run as Daemon. Und das ist jetzt in dem Fall hier auskommentiert. Und das kann ich jetzt hier mit einem X einkommentieren. Dann brauchen wir den Port. Auch der ist auskommentiert. Hier steht jetzt explizit dabei, dass man den 9001 eben nicht benutzen soll. Das ist ein Standardport. Ich würde aber auch nicht den benutzen, den der hier hat, die 9098, weil, naja, das ist eine weit verbreitete Anleitung. Man müsste ja nicht jetzt hier einen Port nutzen, den irgendwie alle nutzen. Ich probiere es mal zum Beispiel damit. Beziehungsweise die 8 hinten könnte man sogar lassen, dann kann man die ein bisschen wiedererkennen. Und so gehen wir das Ganze durch. Wir haben diese Server-Transport-Teile, hat er jetzt noch nicht hier drin. Da können wir nichts einkommentieren. Das heißt, wir gehen mal hier nach unten. Und jetzt füge ich hier ein paar Sachen ein. Zum Beispiel das hier. Und auch hier würde ich eine andere IP benutzen. Wir machen es mal so. Eine andere IP, einen anderen Port natürlich. Bridge Relay haben wir schon. Das Teil muss noch rein. Der Kontrollport ist nur ein interner Port. Den lassen wir mal, wie er ist. Der wird nicht nach außen freigeschaltet. Von daher nicht so wirklich interessant. Cookie machen wir noch ein und das war's jetzt. Exit and save, sagt er jetzt, und reboot. Okay, das machen wir natürlich. Einmal reboot. So, ich gebe einmal Nux ein und wenn das funktioniert, dann läuft die Tor Bridge wahrscheinlich. Das sieht gut aus. Wir haben hier oben auch ein Fingerprint, auch das sieht sehr gut aus. Und hier oben sieht man auch entsprechend den Port. Naja, verbinden kann sich da jetzt aktuell noch keiner hin, da müssen wir erstmal in der Fritzbox die Ports freischalten. Um das Ganze jetzt freizuschalten, bin ich hier unter Fritzbox und in meinen Internetfreigaben und kann jetzt hier einfach sagen Gerät für Freigaben hinzufügen. Das Gerät kann ich auswählen und wenig überraschend heißt das Gerät halt TorBridge, habe ich ja auch so genannt. Kann man jetzt hier zum Beispiel an der MAC-Adresse oder auch an der IP-Adresse versuchen zu identifizieren. Ich scroll mal ein bisschen nach unten und hier unten gibt es die Freigaben und ich gehe mal auf neue Freigabe. Die Anwendung ist jetzt hier eine andere Anwendung und ja, die Bezeichnung ist jetzt wenig überraschend, TorBridge. So, und welches Protokoll haben wir hier? In der Regel irgendwas zwischen TCP und UDP. Ich vermute mal, dass das TCP ist. Und wir sind auf 9.2.2.8, das kann man einfach mal ausprobieren. Ich mache mal hier ein Telnet. 192.168.0.104 und dann eben auf den Port 9.2.2.8. Und der kommt durch und damit ist es wohl ein TCP-Port. Was jetzt aber nicht geht, ich sehe ja hier oben meine öffentliche IP, das ist diese 91er-IP. 91.64.233.220.
Und das wird nicht klappen, weil ich habe ja jetzt hier kein Port offen. Wir können dann auch mal gucken, ob IPv6 hier funktioniert, aber meine IPv4 ist auf jeden Fall öffentlich. Das sollte dann kein Problem sein. Genau, also Port an Gerät ist 9228 und 9228. Genau, wir machen das über IPv6 und IPv4. Und wir haben ja noch eine Freigabe, und zwar der andere Port. Da unten ist die 9229 noch, und auch die tragen wir jetzt hier ein. Was ich jetzt noch entdeckt habe, ist, dass die IPv6-Unterstützung in meiner Fritzbox gar nicht aktiviert war. Das holen wir natürlich nach. Jetzt schauen wir nochmal unter den Freigaben. Und jetzt kann ich sehen, dass alle Lämpchen auf grün stehen, und wir schauen nochmal in Nyx rein. Ich würde aber das Ganze jetzt auch tatsächlich nochmal neu starten, gerade wenn der jetzt hier eine neue IP ziehen muss. Lange Rede, kurzer Sinn. Was hier noch gefehlt hat, ist in der Tor-RC-Datei, dass wir hier nochmal diesen Parameter Server Transport Listen Address hinzufügen. Der kann da zweimal drin stehen, und der muss genauso aussehen, wie ich es jetzt hier im Screenshot gezeigt habe. Es kommen eckige Klammern, zwei Doppelpunkte und wieder eckige Klammern und dann Doppelpunkt gefolgt von dem Port. Warum ist das wichtig? Naja, wer weiß, habt ihr überhaupt eine öffentliche IPv4-Adresse? Zum Beispiel bei Vodafone Kabel Deutschland bekomme ich bei einem Standardvertrag keine öffentliche IPv4, und die kann entsprechend von außen nicht erreicht werden. Also stellt sicher, dass euer Setup auch per IPv6 erreichbar ist. Was gibt's jetzt abschließend noch zu sagen? Naja, wenn ihr so eine Tor Bridge bzw. ein Tor Relay betreibt, dann ist das natürlich öffentlich zugänglich, und es gibt Statistiken darüber. Dafür gibt es dann die Tor Metrics, und ihr könnt dann mit eurem gehashten Fingerprint danach suchen. Wo findet man diesen gehashten Fingerprint? Der liegt unter var/lib/tor und hier dann in der Datei hashed Fingerprint. Die kann man sich einfach anzeigen lassen und kann dann nach diesem hashed Fingerprint suchen. Ich habe ja jetzt hier meinen gezeigt, und ihr werdet jetzt vielleicht nach dem suchen und ihr werdet nichts finden. Naja, ich habe ja jetzt ein bisschen zu viel gezeigt vielleicht in dem Video und habe den nochmal neu aufgesetzt mit einem anderen Fingerprint. Und ich hoffe, es können viele jetzt einen Nutzen daraus ziehen, dass ich meinen Internetanschluss zur Verfügung stelle.